Ist dein Ernst? Ja, das gehört dazu. Zum Daily Vloggen. Jetzt komm, mal abgehauen. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video auf Deutschlands beliebtesten Kanal. Nicht. Das war gleich das geilste Intro ever. Und damit herzlich willkommen zum Daily Vlog Nummer 2. Ja, ich bin gerade aufgestanden, wie man unschwer erkennen kann. Ich sehe immer ziemlich fertig aus. Hauptaugenmerk auf... Was laufe ich eigentlich? Was ist heute angesagt? Und zwar, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, gehe eine rauchen. Dann muss ich noch 2 Videos schneiden, beziehungsweise ein Video fertig schneiden, hochladen. Das kommt dann heute noch online. Dann das zweite Video, weil ich möchte ein bisschen, ich möchte so zwei Vlogs oder 2 Videos im Vorsprung haben. Das heißt, wenn ihr das Video am Montag seht, dann ist das Video vom Samstag. Liegt einfach daran, weil ich zwischendurch noch meine Prüfungszeit habe. Also ich habe am 15. habe ich meine mündliche Prüfung und da geht es halt um meine Ausbildung. Und ich möchte halt dann nicht wirklich verkacken so. Weil sonst wären 3 Jahre einfach für den Arsch gewesen. Ist, glaube ich, auch verständlich. Und ja, aber mehr dazu nachher. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee. So Leute, wir sind jetzt mit dem ersten Video fertig zu schneiden. Da musste ich nur noch mal ein bisschen nachschneiden von gestern, weil ich es gestern einfach nicht mehr geschafft habe. Ich mache jetzt eine kurze Pause, solange rendert das Ganze. Und dann hocke ich mich auch schon an den ersten Daily Vlog, den offiziell ersten Daily Vlog, den wir gestern gemacht haben. Und im Laufe des Tages setze ich mich den auch noch ran und schneide dieses Video. Ich habe festgestellt, am Anfang so in dieses Daily Vloggen reinzusteigen oder mit diesen Daily Vloggen anzufangen, ist ziemlich schwer, weil es mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, das ist dir doch klar, wenn du jeden Tag ein Video machen musst, jeden Tag schneiden. Ja, das ist mir schon durchaus bewusst, aber ich dachte mir nicht, dass es so viel Vorarbeit benötigt. Also, ich habe natürlich einige Presets, ich möchte natürlich einiges Neues in diese Daily Vlog Serie reinbringen. Das werdet ihr jetzt alles schon gesehen haben im letzten Video, zum Beispiel das Intro. Das will ich alles so ein bisschen anders gestalten, auch wenn es nicht arg viel anders ist, aber einfach mal ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen Variation reinbringen. Ja, es ist doch schon ziemlich schwer, da man ja auch noch ein privates Leben hat, so. Das, denke ich mal, wird jetzt ziemlich vernachlässigt, die ersten 30 Tage, beziehungsweise so lang, bis ich das bei mir so ein bisschen eingependelt hat. Ich bin echt gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal richtig fett aufs Klo und rauche eine und dann geht's weiter mit dem nächsten Video. Dann sollte das auch schon gerendert sein. Ja Leute, solange das Video hier noch rendert, jetzt gerade mal bei 95% oder 96%, zocke ich hier gerade noch das neue League of Legends Team Tactical Fights oder wie das heißt. Und ich muss sagen, es läuft gerade extrem gut. 100 Leben und die anderen schon so relativ wenig. Ich bin mal gespannt, ob wir das gewinnen. 99% vom Rendern erreicht. Jetzt geht's in den Endfight und das ist das erste Mal, dass ich gewinne, wenn wir jetzt gewinnen. Ich weiß nämlich nicht mal, was ich da brauche. Jetzt geht's um die Cuts. Schaffen wir es? Es sieht gut aus. Jawohl! Das erste Mal habe ich gewonnen. Nice! Der Sieg ist unser. Jawohl. Perfekt und natürlich auch perfekter Abschluss, denn das Video hat soeben fertig gerendert. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit dem zweiten Video, denn das zweite Video muss jetzt geschnitten werden. Ansonsten haut das Ganze mit diesen Daily Vlogs gar nicht hin. Ich mache das ja, wie schon bereits gesagt, unüblich für Daily Vlogs, dass ich sage, zum Beispiel der Vlog, der am Samstag gedreht wurde, kommt erst am Montag, damit ich einfach ein bisschen Vorlaufzeit habe und deswegen muss ich jetzt halt heute schon mal 2 Videos schneiden. Ist schon ziemlich sportlich, ich merke das auf jeden Fall, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und ich hoffe, die Vlogs unterhalten euch megamäßig und ihr dürft gerne an dieser Stelle schon mal einen Daumen nach oben dem Video dalassen. Und abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt, würde mich auf jeden Fall megamäßig freuen. Und ich würde sagen, ich setze mich jetzt ans weitere Video schneiden.
Leute, ich muss jetzt kurze Zwischenpause machen hier mit dem Videoschneiden, denn Tabea muss zum Arbeiten. Eigentlich hat sie frei, aber die arbeitet noch nebenbei, damit sie noch mal ein bisschen mehr Geld verdient, weil es gerade momentan ziemlich mau aussieht. Und ich würde sagen, wir fahren sie direkt mal hin. Schaut sie euch an, geschmeidig wie eine Gazelle. Oder wie heißt das graue Tier nochmal mit dem Rüssel? Ja, wenn sie davon wüsste. Hä? So, mach's gut. Bis später, ich schreibe. Bis später. Ja, so Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf dem Feld oder sonst wohin. Und dann zeige ich euch mal, was für ein Schaden an meinem Auto passiert ist. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Feld angekommen, hier einfach mal mitten rein. Ich dachte mir, wir gehen jetzt hier einfach mal hin an so eine ähnliche Location, wie es passiert ist. Ich bin praktisch von hier gekommen. Das Fahrradfahrermädchen ist von der Seite gekommen. Das Feld war ungefähr nochmal die Hälfte höher. Somit konntest du wirklich nicht sehen, wer da kommt oder sonst was. Ich bin mit 10, 15 km/h gefahren. Also wirklich langsam eigentlich. Und auf einmal hat es einen riesen Knall gemacht. War wirklich wie wenn jemand einen Baseball dir ans Auto geklatscht hat. Einen ziemlich großen Baseball. Und als ich dann im Rückspiegel geschaut habe, habe ich dann auch das Mädel schon liegen sehen. Ja, Schäden am Auto sind da. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so richtig sehen kann, weil das Auto ist jetzt nicht gewaschen. Bisschen mies. Hier haben wir eine Delle, eine richtig schöne Delle. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wenn nicht, tut's mir leid. Wir haben hier einen schönen Kratzer. Alles, was ich natürlich sage hier mit schön und so, ist natürlich Kappa gemeint. Wir haben hier unten in der Seite praktisch, im Seitenschweller, haben wir auch einen richtig fetten Kratzer plus Delle. Ist richtig schön eingebeult hier. Und ja, hier nochmal ein paar Macken. Das größte Problem an dieser Sache ist, dem Mädel geht's gut, okay. Da ist nichts passiert, nichts weiter. Bin ich auch Gott froh darüber. Nur der eine Kratzer da unten am Seitenschweller, das ist die komplette Seite, das heißt, das wird teuer. Ich denke mal, die Versicherung wird es auf jeden Fall übernehmen. Ich meine, ich habe Vollkaskoversicherung, dem Mädel ist nichts passiert. Jetzt ist halt nur noch die Sache, die Schuldfrage. Die Schuldfrage muss jetzt noch geklärt werden, wer jetzt schlussendlich schuld daran ist. Die Polizei konnte das jetzt nicht ordentlich feststellen. Das wird jetzt mit einem Gutachter oder Sachverständiger oder sonst was geprüft. Ich werde nicht großartig irgendwie eine Strafe bekommen, weil passiert halt nun mal. Wir haben uns beide nicht gesehen. Sie hat sich von Anfang an entschuldigt und hat auch zu mir gemeint gehabt, eigentlich ist sie ja schuld. Ich meine, ihr kann ja eh nichts passieren, sie ist 13 Jahre jung. Wie gesagt, Hauptsache ist, dass es dem Mädel ganz gut geht und sie keine großen weiteren Schäden von sich getragen hat. Sie hatte keinen Helm auf, das hätte ganz anders ausgehen können. Aber ist Gott sei Dank nicht weiter schlimm ausgegangen für sie. Sie hat keine Kratzer gehabt, hat nirgends eine Schürfwunde gehabt, obwohl es auf dem Schotterweg war. Ein Auto ist ein Gegenstand und Schäden daran kann man reparieren. Ein Menschenleben ist eher schwer zu reparieren. Deswegen passt immer auf, wo ihr hinfahrt. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt heim. Ich muss nämlich das letzte Video, also den Vlog von gestern, muss ich noch fertig schneiden und dann auch noch das neue Video hochladen, das heute um 19 Uhr online geht. Ich habe mir überlegt, dass wir alle Vlogs so gegen 19 Uhr hochladen, denn in der Sommerzeit ist eher so Flaute. Da gehen die meisten Leute raus, haben Spaß und genießen das schöne Wetter, was absolut verständlich ist. Ich denke mal so gegen 19, 20 Uhr ist immer noch eine gute Zeit. Da kommen viele heim zum Essen oder weil sie dann die Schnauze voll haben, weil es dann schon ein bisschen kühler wird. Dann können sie sich das Video geben. Ich würde sagen, wir beenden hiermit das Video. Ich mache jetzt noch alles fertig, gehe dann zu meinem Bruder, esse noch ein bisschen Pizza und lasse den Abend mit einem Stream ausklingen. Lasst dem Video natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr keinen dieser Daily Vlogs in diesen 30 Tagen mehr verpasst. Und vielleicht machen wir auch mehr als 30 Tage draus. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie anstrengend es ist und wie gut es bei euch ankommt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Macht's gut. Haut rein. Bis bald. Ciao.